Also, was man ja unschwer erkennen kann, es gibt Zucchini. Und zwar Curry-Zucchini mit Kokos und Kichererbsen. Schau mal, die Zucchini der Länge nach halbieren. Und jetzt schneide ich solche Dreiecke. Das ist ein bisschen aufwendig, aber ihr seht ja schon, die Zucchini schauen schön aus. Das ist einfach mal so ein bisschen was anderes. Die Form spielt ja auch eine große Rolle. Achtung, ich zeige es euch nochmal. Zucchini halbieren, vierteln und schräg Dreiecke schneiden. Das kann man theoretisch auch ganz schnell machen oder auch so ein bisschen langsam. So, also, es geht hier um Blitzrezepte und in der Ruhe liegt die Kraft. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert, das schöne Gericht. Also erstmal kommt in die Pfanne ein schönes Stück Butter. Und ich liebe Butter, Herr Kameramann, gell? Du weißt es? Ich liebe Butter. So, und die Zucchini jetzt schön nochmal ein bisschen mit der Butter anbraten, dass sie so ein bisschen Farbe bekommen. Ja, dann kommt gleich ein bisschen Salz dazu und eine Prise Zucker. So, und jetzt die Zucchini schön anbraten lassen. Dann kommt in die nächste Pfanne nebenan ein Schluck Kokosmilch, zu der Kokosmilch Chilisauce. Und die Chilisauce, die könnte man theoretisch auch selber machen. Zeige ich euch gleich. Jetzt kommt zu den Zucchini kommt noch ein paar Kichererbsen dazu. So, im Prinzip sind wir schon relativ weit. Ja? Alles schön anbrutzeln lassen. Die Kokosmilch mit der Chilisauce einkochen lassen. Und für mich ist eines extremst wichtig, meine Lieben, dass man wirklich mit wenig Zutaten ein gutes Gericht zaubert. Ja, das ist die Basis. Zu den Zucchini. So, ja, zwei, drei Messerspitzen Curry dazugeben. Und zwar nicht so scharfen Curry, so relativ milden Curry. Und dann, zeig's euch nochmal schnell, die Chilisauce, die gibt's auch im Buch hier. Feierabend Blitzrezepte Express, Bestseller. Und ich schlag auf und Seite 108. Warte mal. Oh Gott, ich sehe so schlecht. Warte mal. 108. Ah ja, da ist sie, schau. Da, hier steht sie. Die selbstgemachte Chilisauce, da ist ein bisschen Mango dabei. Hey, die ist brutal lecker. Und dann muss man die nicht kaufen und man hat mit Sicherheit eine Chilisauce ohne E-Nummern. Okay, zack. Die Zucchini, die sind karamellisiert, ja, die haben Farbe. Und durch dieses scharfe Anbraten mit der Butter, dem Zucker, dem Salz und dem Curry schmecken die wirklich toll. Ihr müsst mir das glauben. Das ist wirklich eine kulinarische Freude. Und die Soße hier ist sowieso easy. Okay? So. Die Soße kommt hier drauf. Auf den Teller. So, dann habe ich noch mal ein paar Kokosraspeln und obendrauf, boah, Induktion! Schau mal, sogar mit geschlossenen Augen. Hey. Was daneben? Nee. So. Und die kommen jetzt noch hier drauf. Ich bin kein Vegetarier, ich bin ein Flexitarier. Das heißt, ich liebe Gemüse und zwar so zubereitet, innovativ, modern, geht schnell und schmeckt gut. Und wenn jemand unbedingt Fleisch dazu haben möchte, dreht einfach noch ein bisschen Hähnchen an. Das sind moderne Blitzrezepte. Guten Appetit.